Hallo Leute, heute mache ich Pommes und zwar Pommes aus Süßkartoffeln. Wusstet ihr schon, dass die Pommes aus Belgien kommen? Und die haben damit auch angefangen, das zweimal zu frittieren. Einmal etwas seicht mit 130 Grad und dann mit 160 Grad zum zweiten Mal. Und das werde ich jetzt mal mit Süßkartoffeln probieren. Und ja, schauen wir mal, ob es klappt. Und hier die überschaubaren Zutaten. Eine Süßkartoffel, die ist groß genug. Da kriegt man für zwei Portionen, schätze ich mal, Pommes raus. Zum Frittieren nehme ich Sonnenblumenöl. Und damit das Ganze nicht so trocken wird, nehme ich etwas Frischkäse. Und da kommt Paprika rein und eine Schalotte. Und Salz und Pfeffer natürlich obligatorisch. Beginnen werde ich mit dem Schälen der Süßkartoffel. Dazu nehme ich mir einen Sparschäler und schneide die Schale runter. So weitestgehend auch das Weiße oder das Helle noch mit abschälen. Dann schneiden wir hier die Enden ab und teilen sie mal mittig. Und die kommen jetzt für 10 Minuten ins kalte Wasser. Ich mache das also auch so, wie man es mit den normalen Pommeskartoffeln machen würde. Pommeskartoffeln sind im Übrigen mehlig kochende. Man könnte immer meinen, man bräuchte da die hartgesottenen, aber stimmt nicht. Zwischenzeitlich bereite ich mir meinen Dip vor. Schalotte geschält, halbiert und fächerförmig eingeschnitten. Und ab in eine Schüssel. Da geben wir jetzt einen guten Teelöffel vom Paprika rein, und zwar vom scharfen. Und unseren Frischkäse. Kommt etwas Öl drüber. Jetzt wird das Ganze vermengt. Ja, passt. Frischhaltefolie drüber und in den Kühlschrank. Und währenddessen das Öl jetzt hier in meiner Wokpfanne langsam warm wird, ich habe gerade nachgemessen, wir sind bei 90 Grad, 130 brauchen wir, werden wir jetzt die Stifte schneiden für die Pommes. Dazu nehme ich die beiden Hälften erstmal aus dem Wasser, tupfe die etwas trocken und schneide die mir in ca. 1 cm breite Streifen. So, die erste Portion ist fertig. Das ist die halbe, eine halbe Süßkartoffel. Und die werde ich erstmal frittieren. So, unser Öl hat jetzt eine Temperatur von schlappen 130 Grad. Und wie wir sehen, passiert da schon was. Also gebe ich jetzt hier mal die Fritten rein. Mache das mit einem
Schaumlöffel aus Metall. Bloß nicht, um Gottes Willen, nicht mit den Fingern reinwerfen, weil wenn das Öl spritzt, dann geht es richtig ab. Da gibt es Brandblasen. So, ab und an die Pommes etwas in Bewegung halten, respektive, dass die sich so ein bisschen hier drehen. Und die werden jetzt für 10 Minuten frittiert. 10 Minuten sind um, aber ich bin mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Das mit der Temperatur und dem Öl, das ist gar nicht so einfach. Wenn man eine Fritteuse hat, ist das natürlich ganz, ganz einfach. Aber hier so in der Pfanne, erweist es sich als doch etwas schwieriger. Ich gebe denen jetzt noch 5 Minuten. Jetzt sind insgesamt 15 Minuten vergangen. Und ich hole die jetzt hier raus. Ich gebe sie hier in eine Tartform. Lasse sie jetzt ca. 10 Minuten abkühlen und währenddessen erhitze ich das Öl jetzt auf 160 Grad. Das Öl ist jetzt etwas über 160 Grad. Ich gebe hier die Süßkartoffelpommes wieder rein. Und jetzt geht das Ganze relativ schnell. So, keine 3 Minuten, na doch, 3 Minuten waren es. Und wir haben einen schönen goldbraunen Effekt. Ich drehe jetzt mal den Herd runter. Und habe jetzt hier ein Zebertuch reingelegt in die Tartform, damit das überschüssige Fett etwas abtropft. Ich gebe jetzt hier etwas Salz drüber. Und fertig sind meine Pommes aus Süßkartoffeln. So sieht es dann fertig angerichtet aus. Ich möchte gerne mal zeigen, dass innen saftig und außen. Hört man es? Knusprig. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Viel Spaß beim Nachmachen und mir wie immer guten Appetit.